Frontex, die Europäische Agentur für operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wurde errichtet durch die Verordnung des Rates am 26. Oktober 2004. Die Agentur koordiniert die operative Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten im Bereich des Schutzes der Außengrenzen, unterstützt die Mitgliedstaaten bei der Ausbildung nationaler Grenzschutzbeamten und die Situation, die eine verstärkte technische und operative Unterstützung erfordert, erstellt Risikoanalysen und organisiert gemeinsame Rückführungsaktionen der Mitgliedstaaten. Frontex möchte eine zentrale Rolle bei der Harmonisierung von Grundsätzen, Bedarf, operativen und administrativen Verfahren spielen. Es sind keine Flüchtlinge, sondern illegale Migranten. Nach der Genfer Flüchtlingsverordnung von 1951 ist ein Flüchtling, der aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, welche dessen Staatsangehörigkeit er besitzt und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will. Oder der sich infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte und nicht dorthin zurückkehren kann. Oder aufgrund der Weltbefürchtungen nicht dorthin zurückkehren will. Keiner der vertragsschließenden Staaten wird ein Flüchtling auf irgendeine Art und Weise über die Grenzen von Gebieten ausweisen oder zurückweisen. Die EU akzeptiert keinen Asylantrag, der in internationalen Gewässern gestellt wurde. Frontex organisiert die Rückführung von Menschen in ihre Ursprungsländer. Die Verantwortung für Verstöße gegen die Menschenrechte liegt dabei bei den Auftragsländern. Frontex macht keine Politik, wir führen nur auf. Jeder dritte Mitarbeiter bei Frontex ist Deutscher. Das anfängliche Jahresbudget von Frontex lag bei 6,3 Millionen Euro. Für dieses Jahr beträgt es 96 Millionen Euro. An der türkisch-griechischen Landesgrenze konnte so die illegale Migration um 76% zurückgedrängt werden. Ich weiß, für einige sind wir von Frontex die Bad Guys. Aber ich bin der Meinung, dass wir es im Mittelmeer richtig machen. Ich lese alles aufmerksam, was über uns geschrieben wird. Ich nehme die Kritik ernst, doch wir können da nichts machen. Durch unsere Einsätze retten wir Leben und die Zahl der Boote, die versuchen, das Netz zu überqueren, ist auch erheblich zurückgegangen. Wir sind stolz auf das, was wir tun und bereit, mehr zu tun. Jeder Mensch hat das Recht, jedes Land einschließlich des eigenen zu verlassen und in sein Land zurückzukehren. Jeder Person steht es frei, jedes Land einschließlich des eigenen zu verlassen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. I like to fight. I like to fight.
von Frontex.